Guten Tag, werte Gäste der Maisonmanga. Ich heiße euch herzlich willkommen zu einer weiteren Episode zum spontanen Otaku. Holt euch ein kühles, leckeres Getränk und genießt die heutige Folge meiner spontanen Spontanität. Ich bin ja ein Mod auf freiwilliger Basis, quasi freiberuflich. Und ich mache das Ganze im Tyler-Channel, also bei einer VTuberin namens Tyler. Gerne auch Like, Followen und ihr kennt die ganze Geschichte. Und der Punkt ist, in dem heutigen Member-Stream haben wir Mario Kart gespielt, mal wieder. Sehr spaßig. Und da kam ein Thema auf, was ich irgendwie unfassbar interessant fand. Und zwar natürlich, also es geht heute um diese Kollegen hier. In erster Linie. Natürlich hier auch ein paar Charaktere, aber überwiegend um Gegner aus dem Super Mario-Universum. Und natürlich wissen wir, im Englischen und im Deutschen haben die teilweise gleiche Namen, aber teilweise auch komplett andere. Aber das japanische Original ist nochmal ein Ticken interessanter, weil als ich gehört habe, wie zum Beispiel Kettenhund auf Japanisch heißt, das werden wir heute dann herausfinden, dachte ich mir, warum nicht als Video machen? Einfach mal spontan Spontanität rumspontanitieren. Und das machen wir heute. Ich habe mir eine Liste zusammengesetzt. Plopp, die ist hier zu sehen. Ihr werdet die nicht sehen. Ich werde euch nach und nach irgendwie, ich weiß noch nicht, wie ich es genau handhabe, ehrlich gesagt. Wahrscheinlich werde ich irgendwo hier jeweils immer ein lustiges Figürchen und den Namen drunter hauen. Dann werdet ihr sehen, wie das Ganze aussieht und wie das Vieh heißt. Im deutschen sowie im japanischen Bereich, weil das ist das, was letzten Endes uns interessiert. Und dann schauen wir einfach mal, ob das so viel Sinn gibt, was wir da fabriziert haben in unseren Namen, beziehungsweise was für kuriose Namen es im japanischen Bereich dann letzten Endes für unsere vielleicht sehr bekannten Figuren gibt. Ich würde sagen, wir fangen einfach mal an. Und boah, es fängt halt direkt an. Wir kennen ja, beziehungsweise ich fange mal andersrum an. Ich werde zuerst, Moment, ich muss gerade noch was rauslöschen. So. Ich werde nur Namen nennen, also falls euch der ein oder andere Charakter oder Gegner oder so fehlt, kann es sein, dass es entweder sehr ähnlich klingt oder aber ich im Internet leider nichts dazu entdeckt habe. Ich habe jetzt auch nicht alle Gegnertypen genommen, weil ain't nobody got time for that. Aber wir werden uns das Übliche anschauen. So. Wir fangen an. Ich werde euch immer erstmal den japanischen Namen nennen. Dann habt ihr ein bisschen Zeit und dürft mal raten, welcher Charakter oder welcher Gegner, also es geht nur um Figuren und Gegner aus dem Mario-Universum, um welches sich da handelt. Es geht natürlich um nur Bekannte, also es sind keine obskuren Gegner oder Figuren, sondern wirklich sehr Bekannte, die man kennen kann. Und ich fange einfach mal an und ihr werdet, könnt ja mitraten und könnt am Ende in die Kommentare schreiben, wie viel ihr richtig geraten habt. Weil ich glaube, das ist gar nicht so einfach. Aber vielleicht kennt ihr ja auch manche japanischen Namen. Wer weiß. Ich fange einfach mal an mit dem Namen Kinoppio. Interessanterweise klingt das halt wie Pinocchio ein bisschen. Aber ich weiß nicht, ob das mit Absicht ist. Das ist dann immer so die andere Sache, da ich das nicht wirklich kenne. Aber Kinoppio. Kinoppio. Was könnte das sein? Wie gesagt, klingt wie Pinocchio. Aber wie gesagt, ich habe auch gesagt, keine obskuren Charaktere. Schon Charaktere, die wirklich stellenweise auch meine Mutter herausfinden könnte. Zumindest vom Sehen her erkennen würde. Also könnt ihr euch vorstellen, da sind jetzt keine Super Mario, Paper Mario Gegner oder so obskures Zeug dabei. So, ich denke, das ist genug. Die Antwort, ihr habt es natürlich alle raten, es ist natürlich unser guter Pilzkopf, der gute Toad. Ich habe keine Ahnung, warum Kinoppio. Ich weiß es nicht. Es erinnert mich nicht an Pinocchio.
Es wird wahrscheinlich irgendein Wortspiel wahrscheinlich sein. Vieles wird wahrscheinlich Wortspiele sein, aber da muss ich sagen, bin ich raus. Ich weiß nicht, warum es im Japanischen Kinopio heißt und bei uns Toad. Also, warum es bei uns Toad heißt, muss man sagen, weiß ich auch nicht so richtig, weil ist der Toad nicht eigentlich eine Kröte? Ist Toad nicht eigentlich die Bezeichnung für, also englische Bezeichnung für Kröte? Warum heißt ein Wesen, das aussieht wie ein kleiner Pilz, Kröte? Ich meine, das passt schon allein nicht, aber wir haben den Namen übernommen und deswegen heißt das so. So, aber es wird natürlich noch viel fantastischer. Wie wär's denn damit? Kyasarin. Ich spreche nochmal aus. Kyasarin. Vielleicht muss man es ein bisschen schneller aussprechen, dass man es versteht. Kyasarin. Um mal so einen Tipp zu geben, wenn man es Englisch aussprechen würde, wäre es wahrscheinlich Catherine. Ja? Also die Katharina sozusagen. Ja, Kyasarin. Könnte weiblich sein, wer weiß. Tick-Tack, Tick-Tack, Tick-Tack. Okay, die Zeit ist um. Ihr habt natürlich alle hoffentlich richtig erraten, denn es handelt sich hierbei um Birdo. Hier kann man natürlich auch diskutieren, warum heißt ein Dino, der Eier aus dem Mund schießt, ursprünglich aus Super Mario 2, aus einer umgewandelten Edition von Doki Doki Panic, wie das japanische Spiel original hieß, was dann im Japan Super Mario USA genannt wurde. Kam dieses Vieh als Endboss sozusagen und hatte den Namen Birdo bekommen, obwohl es eigentlich ein Dinosaurier ist. Also die Namensgebung war schon immer sehr speziell, aber Kyasarin, also quasi Catherine, ihr so einen Namen zu geben, ist interessant. Ich bin der Meinung, denkt nicht so viel über das Geschlecht von Dinosauriern nach aus Super Mario. Es lohnt sich einfach nicht. Es ist auch im Grunde halt völlig egal. Diese Thematik ist so wurscht. Wurscht! Was auch wurscht ist, ist der, beziehungsweise ich glaube, dieser Charakter ist gar nicht so heiß geliebt, aber wir können trotzdem mal drüber sprechen. Kinopico heißt der nächste Charakter. Ich sag's, gib einen Tipp. Eventuell kam der schon mal vor. Kinopico. Pico? Könnte ich vielleicht noch ableiten von klein, oder? Klingt zumindest ein bisschen danach. Aber Pico könnte natürlich auch irgendwie, was ja auch gerne im Japanischen genutzt wird, sind irgendwelche Geräuschwörter, die irgendwas darstellen oder symbolisieren, deswegen, beziehungsweise besser gesagt beschreiben. Kinopico. Ich mach mal mit Zeit. Mit Zeit ist, glaube ich, besser. 5, 4, 3, 2, 1, Bomb. Und ihr habt alle natürlich richtig auf Toadette getippt. Toadette, ja, ist einfach die weibliche, also dieses Et ist ja meistens so ein bisschen die weiblichere Form von irgendwas anderem. Und man hat einfach Toad genommen und hat das Et hinten dran geklatscht und hat dann gesagt, so, das ist jetzt quasi ein weiblicher Toad. Ja. Ich denke, Kinopico macht irgendwie Sinn, ne? Das nächste ist im Grunde geschenkt, aber ich probiere es trotzdem mal. Vielleicht ist es vielleicht euer erster Punkt auch. Kinochi. Ich versuche ein bisschen langsamer auszusprechen. Vielleicht kriegt ihr dann den Tipp mit. Kinochi. Ich denke, man kann das sehr leicht ableiten und das ist auch so etwas, was ich tatsächlich verstehe. Und ich sehe gerade, ich habe was übersprungen. Das muss ich dann im Nachhinein hier reinpacken. So. Dann sagen wir 5, 4, 3, 2, 1. Kinochi vorbei. Es ist natürlich, wer ein bisschen Japanisch kann oder schon mal gehört hat, weiß, dass es eigentlich nur
Toadsworth sein kann. Der alte Toad, der irgendwie Diener von Prinzessin Peach ist oder sowas. Und er hört auf den Namen Kinochi oder Kinochi, weil Oji, Oji-san, das ist quasi die Bezeichnung für, ja, ich glaube, einen älteren Mann, ne? Letzten Endes. So, um es mal so, ich sag mal, einfacher zu formulieren. Und das macht irgendwie Sinn, ne? Wenn das ganze Kino schon die ganze Zeit Kino hieß. Also Toads haben irgendwas mit Kino zu tun, scheinbar. Gehen gerne ins Kino. Und das in Kombination, was die Japaner natürlich gerne machen, so Wortspiele, so irgendwas zusammenbasteln. Fantastisch. Und Oji-san. Toadsworth. Easy. Da haben die halt bestimmt 1000 Punkte bekommen jetzt. Aber jetzt wird's. Och, boah, jetzt könnte es eigentlich auch ziemlich einfach werden, aber ein bisschen seltsam. Wir gehen jetzt weiter und sprechen über einen Charakter, der im Japanischen auf den Namen Rosetta hört. Rosetta. Rosetta. Ich habe so eine Vermutung. Eine Vermutung, warum wir im Deutschen diesen Namen nicht übernommen haben. Und im Englischen, vor allem aber auch im Deutschen. Ich weiß nicht, ob es im Englischen auch so ist, aber im Deutschen weiß ich es auf jeden Fall. Das hat einen eindeutigen Grund, weil viele auch daran denken würden, weil es sich sehr ähnlich anhört. Okay, die Rosetta kriegt noch 5, 4, 3, 2, 1. Die Antwort wäre, oder ist natürlich, Rosalina. Ja, aus Super Mario Galaxy, als erstes hier auf die Bildfläche getapst. Oder geschwebt, besser gesagt. Und Rosalina, ein sehr beliebter Charakter, heißt im Japanischen Rosetta. Und ich denke, das haben wir im Deutschen nicht so gerne übernommen, insgeheim. Wahrscheinlich aus dem einen Grund, weil wir es aus dem Englischen auch übernommen haben. Weil ich glaube, da heißt sie auch Rosalina oder sowas. Aber vor allem, weil es auch eventuell ein bisschen an das Wort Rosette erinnern kann. Und die Rosette hat was mit der Poperze zu tun. Und das ist nicht der schönste Name, den man haben kann an dem Punkt. Auch wenn es nicht der gleiche ist, aber es erinnert natürlich an eine weibliche Form der Rosette. Es wäre ein komischer, das ist ein unschöner Name für uns Deutsche. Und ich denke, man hat sich da gut getan, Rosalina zu nehmen. Ich finde, der Name, der hat auch so ein. Der hat so einen Bogen, passt auch zum Charakter so, finde ich jetzt ehrlich gesagt eine gute Entscheidung. Wie gesagt, weil wenn man ständig an die Rosette denken muss, dann ist es vielleicht auch nicht unbedingt das Wahre. So, jetzt schenke ich euch 2 Punkte. Jetzt schenke ich euch 2 Punkte, aber man muss es natürlich ansprechen, weil das doch sehr anders ist. Und viele Leute haben sich aufgrund einer Tatsache ein bisschen gewundert und lässt sich relativ einfach erklären. Aber wir fangen erstmal an. Koopa. 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 Vielleicht wird es manche auch verwirren. Weil es kann auch ein bisschen verwirrend sein, muss man dazu sagen. Aber Koopa. Es geht um Koopa. Wir haben noch 5, 4, 3, 2, 1. Koopa ist natürlich kein geringerer als der Oberbösewicht, der Schuft, der Schlawiner, der immer wieder Prinzessin Peach klaut. Es geht um Bowser. Warum kommt die Konfusion? Also zum einen natürlich klar. Koopa heißt Koopa im Japanischen, hieß es schon immer. Und im Englischen hat man sich für den Namen Bowser entschieden. Warum? Naja, weil das klang halt irgendwie einfach ein bisschen böser oder, keine Ahnung, charakteristischer für den englischen Bereich. Und wir haben das dann einfach irgendwann übernommen. Bowser kam ja dann irgendwann Reggie, kam ja der neue Nintendo-Präsident und hörte auf den Namen Bowser. Also hört immer noch auf den Namen Bowser, der aktuelle Nintendo-Präsident von Amerika. Muss man dazu sagen, Amerika. Und ja, das fanden viele natürlich sehr lustig. Mich eingeschlossen, natürlich. Das ist schon amüsant. Aber
Das ist gar nicht so verwunderlich, ehrlich gesagt, dass jemand, der Bowser heißt, quasi bei Nintendo arbeiten könnte. Denn der wurde nicht benannt, also das ist ja Nachname, der wurde nicht benannt nach dem lustigen Schalentier in Super Mario, sondern das ist einfach ein stinknormaler Name. Und das ist der Grund auch, weil man im Englischen dann einfach dem Koopa, dem König aller Koopa oder so, beziehungsweise dem König von vom anderen Land, ich weiß gar nicht, man hat, glaube ich, man weiß gar nicht, wie das Pilzkönigreich, gab es da noch ein Nebenland, wo Bowser gehört hat oder so? Da war, die Lore kenne ich nicht. Auf jeden Fall, der König der Krustentiere und Schalentiere und keine Ahnung, Bullet Bills und was weiß ich, der hat auf jeden Fall den Namen Bowser bekommen. Und das ist ein stinknormaler amerikanischer Name. Punkt. Mehr gibt es da auch theoretisch einfach auch nichts zu sagen. Deshalb ist es auch nicht verwunderlich, dass jemand Bowser heißt und bei Nintendo of America Präsident ist. Das ist einfach tatsächlich, funktioniert es so. Und ich fand es einfach ganz nett, das anzusprechen. So, fernab davon, vielleicht hat es der eine oder andere ja nicht gewusst, kann ja sein. Aber fernab davon haben wir noch was anderes und jetzt geht's, wie gesagt, jetzt schenke ich euch das. Im Japanischen hört dieser Charakter auf den Namen Koopa Junior. Koopa Junior. Das ist nochmal ein bisschen langsamer auszusprechen. Koopa Junior. Es sollte eigentlich easy sein, meiner Ansicht nach. 5, 4, 3, 2, 1. Burp. Ich meine, ihr habt es wahrscheinlich alle raten. Es ist natürlich Bowser Junior, weil das macht irgendwie Sinn, ne? Koopa heißt Bowser heißt Koopa und Koopa Junior könnte easy sein. Bauch. Du kriegst später dein Essen. Du musst noch warten. So, ich hungere hier für euch. Nexus. Ja, okay. Muss ich sagen, lösche ich direkt, weil das klingt zu ähnlich und ich will euch ja hier die Punkte nicht schenken. Das wäre ja langweilig. Das ist eigentlich auch einfach, aber ich muss einfach sagen, ich finde es ultra niedlich. Der Charakter, der gesucht wird, hört auf dem japanischen Namen Pichihime. Und ich denke, wer ein bisschen Japanisch kann, kann sich da schon was sehr stark ableiten. Aber dadurch, dass es auch sehr bekannt klingt, sage ich mal, werden es wahrscheinlich viele wissen. Werden es wahrscheinlich einige erraten. Und wir zählen runter. 5, 4, 3, 2, 1. Da muss man nicht lange überlegen. Es ist natürlich Prinzessin Peach. Damals Princess Toadstool aus, weil die anderen Viecher Toad hießen und so, hat man sich damals in Amerika gedacht, nennen wir es erstmal so. Pichihime, ich denke, das ist ein Pichi ist einfach höchstwahrscheinlich die japanische Umschreibung, also den Versuch, mit Japanisch ein englisches Wort zu kreieren, in dem Fall Peach, also der Pfirsich, und Hime für Prinzessin. Ich vermute, für meinen Teil, es gibt in der Mythologie, in der japanischen Mythologie oder in den Sagengeschichten gibt es eine, ich glaube, Göttin oder eine Fee oder ein spirituelles weibliches Wesen, das aus einem Pfirsich, ich glaube, geboren wurde oder dargestellt wird wie ein Pfirsich oder in einem Pfirsich lebt oder irgendwie irgendwas mit Pfirsich zu tun hat, aber auf jeden Fall. Und ich denke einfach, das ist so eine Art Schönheitsideal oder Symbolik vielleicht für Schönheit. Heute wird man Peach, also mit dem Pfirsich, mit was anderem verbinden, vielleicht eventuell. Vielleicht hat man es damals auch schon gemacht, aber in der japanischen Idee hat man das, glaube ich, einfach als Weiblichkeit oder so generell benutzt. Und ich denke, daher rührt dieser Name. Wie gesagt, ihr dürft mich gerne korrigieren, weil das sind alles nur Mutmaßungen und ich habe bisher dazu nichts gelesen. Aber es würde für mich Sinn ergeben. Und also, dass man in Japan auf diesen Namen kommt. Und Hime, natürlich klar, Prinzessin. Jeder hat schon mal Mononoke Hime. Prinzessin Mononoke.
Da weiß man schon, das Wort Hime bedeutet Prinzessin. Macht irgendwie Sinn. Und Peachy, ganz ehrlich, Peachy, da kann man drauf kommen. Jetzt gehen wir aber ein bisschen deeper. Jetzt wird es ein bisschen kritischer. Wie nennt man das? Level up. Die Level werden jetzt schwieriger. Ja, wir sind jetzt so in der Mitte. Bowsers Festung kommt noch nicht, aber fast. Aber wir haben Level 1.1 auf jeden Fall erfolgreich erledigt und ein paar vielleicht zwischendrin auch. Jetzt geht es aber los mit Pakun Furawa. Im Japanischen heißt das Ding Pakun Furawa. Pakun Furawa. Ich sag mal 5, 4, 3, 2, 1. Tipps sind jetzt auch vorbei. Handelt sich natürlich um den Kollegen hier. Habe ich hier praktischerweise hier stehen. Um die sogenannte, im Deutschen genannte Piranha-Pflanze. Wie wir im Kollegenkreis auch liebevoll Piranha nennen. Hat sich irgendwann so ergeben. Und die Piranha-Pflanze, ja, das macht irgendwie Sinn, oder? Piranha, die knuspern, knabbern gerne, sind gefährlich und die Pflanze lebt ja auch irgendwo und beißt und das macht irgendwie Sinn. Piranha-Pflanze kann man irgendwie mitleben. Pakun Furawa, muss ich sagen, bin ich ein bisschen überfordert. Also Furawa, klar, ist quasi Flower. Furawa, Flower. Es ist, glaube ich, sehr schwierig, Flower. Also Flower klingt nach einem sehr heftigen Wort für die Japaner, scheinbar. Also so von der Zusammensetzung der Silben. Furawa, 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 Flower. Furawa, Flower, Furawa. Es kommt sehr ähnlich dran, aber man merkt doch, dass bestimmte Sachen einfach nicht so ganz möglich sind. Aber es ist so das Beste, was sie da irgendwie hinkriegen. Und Pakun, ich vermute jetzt einfach mal, dass das so eine Art Geräusch ist. Also quasi ein Schnappgeräusch, ein Schnappen oder Zubeißen oder Knuspern oder irgendwie sowas. Also mein Ersteindruck, mein Gefühl sagt mir irgendwas mit Schnappen, Zuschnappen, Zubeißen. Irgendwie so packen vielleicht auch. Irgendwie sowas in die Richtung. Und das würde auch Sinn ergeben, weil die Pflanzen kommen ursprünglich aus dem Nichts, aus diesen Röhren heraus und knabbern oder beißen und schnappen zu. Das würde für mich irgendwie Sinn ergeben. Und in späteren Spielen haben die ja sogar diese Schnappanimation bekommen, bei Mario Kart und Co. vor allem. Da würden die ja sozusagen ihrem Namen nochmal mehr Ehre machen, als sie damals im Super Mario Bros. 1 der Fall, das war. Deswegen denke ich durchaus, Piranha-Pflanze passt natürlich auch in einer gewissen Form, aber ich denke, das soll einfach so Schnapppflanze bedeuten, um es mal so zu formulieren. Basiert ja auch auf einer Pflanze, die zuschnappt, ne? Auf so eine, wie nennt man das? Venusfliegenfalle, so. Bap. Hat ist ja das gleiche Prinzip. So. Ich muss sagen, hier wäre ich ein bisschen verloren gewesen, wenn ich nur den japanischen Namen gehabt hätte. Aber mal schauen, ob ihr es rausfinden könnt. Es geht um Gesso. 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 Ich hoffe, ich habe es irgendwie richtig ausgesprochen. Ich muss sagen, ich habe direkt an ein Tier gedacht, an ein bestimmtes. Und wurde enttäuscht. Das ist mein Pro-Tipp an euch. Den bringt euch gar nichts, aber ich will auch keine guten Tipps mehr geben, weil es ist vorbei. Es ist vorbei, jetzt wird es schwieriger. Und vorbei. Beziehungsweise halt, ich gebe euch noch 5 Sekunden. 5, 4, 3, 2, 1. Bubub. Okay. Habt ihr es rausgefunden? Ich sag euch mal ich bin mal ganz freundlich und sag höchstwahrscheinlich nicht. Warum? Kleinen Moment, muss hier gerade mal kurz noch was ändern. Jawohl, damit das auch vom Schwierigkeitsgrad her passt.
Es handelt sich natürlich bei dem Namen Gesso um Blooper. Dem blubrigen Tentakel-Kamerad, der einem schon gerade im ersten Teil öfter mal die Hölle heiß gemacht hat unter Wasser. Ganz furchtbar. Und der Blooper, ja, der ist mittlerweile bekannt wie ein bunter Hund. Kleiner Fun-Fact: Splatoon sollte ursprünglich tatsächlich ein Super Mario-Spiel werden, wo sie Blooper quasi irgendwie genutzt haben. Und dann haben sie sich aber dafür entschlossen, eine eigene IP draus zu machen, aber diese Blooper, in diese Tintenfische quasi, irgendwie zu übernehmen. In den Style und in die Kämpfe und so weiter. Macht ja Sinn irgendwie. Man hat so irgendwie immer wieder so Momente, wo man bei Splatoon auch denkt, es sieht irgendwie schon ein bisschen aus wie ein Blooper. Und daher rührt die ganze Idee. Falls ihr es nicht gewusst habt, kleiner Funfact am Rande. Aber ja, ich hätte es auch nie erraten. Blooper, also wenn ihr Blooper herausgefunden habt, dann top, top. Jetzt gehen wir noch mal ein bisschen einfacher, weil wir sind ja noch im mittleren Bereich. Der Endboss wartet ja noch. Wie wäre es denn mit Hanma Burasa? Hanma Burasa. Hanma Burasa. Hanma Burasa. Kann man vielleicht verstehen? 5, 4, 3, 2, 1. Also Hanma ist ein bisschen schwierig, denke ich. Ist ein bisschen schwierig, weil man da nicht sofort an den Hammer denkt, ehrlich. Vielleicht ein bisschen, aber dadurch, dass es Hanma heißt und nicht einfach nur Hammer. Hammer. Hammer hätte man es vielleicht auch eher aussprechen können als Hammer. Weil der Hammer, das klingt fast eher deutsch als englisch. Weil im Englischen sagt man ja eigentlich Hammer. Hammer Brother. So heißen sie auch im Englischen. Bei uns sind es die guten Hammerbrüder. Beziehungsweise der Hammerbruder, besser gesagt. Also Einzelner. Und Burasa, Burasu, Burasu, Burasa. Irgendwie so ist natürlich der Bruder. Jo. Oh, dann wird's interessant. Ich denke, die Japaner haben da ähnlich funktioniert oder ähnlich den Namen gegeben, wie es man es dann im Englisch bzw. im Deutschen dann auch übernommen hat. Nur eben halt auf kulturell, unsere kulturell quasi, ein bisschen basierend. Der nächste Kandidat hört auf den Namen Bomuhe. 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 Warte noch 5, 4, 3, 2, 1. Hat's vielleicht schon verraten. Es dreht sich um Bob Omb. Bob Omb. Bomuhe. Ich denke, dass er handelt, oder die versuchen dasselbe zu tun. Also Bob macht ist Sinn. Bob ist der Name. Bob. Klassischer Name. Man hat dem Ding eben halt einen Namen Bob gegeben. Im Japanischen irgendwas mit Hey am Ende. Wahrscheinlich, weil es vielleicht mehrere typischere Namen gibt, die mit Hey enden. Wahrscheinlich auch männlichere Namen, würde ich mal sagen. Und die heißen dann Hey, Hey, Hey. Und man hat sich dann einen sehr einfachen Namen genommen und hat das quasi die Bombe mit diesem Namen kombiniert. Also quasi die Bombe. Bombe mit... Mir fällt jetzt kein Name ein mit Hi am Hey am Ende, aber ihr könnt euch einen aushängen. Hey. Und hat man das dann fusioniert und dann kam Bomuhe raus. Und bei uns, oder im westlichen Bereich, hat man die Bombe genommen und hat die Bomb aufgesplittet. Sozusagen das Wort Bomb oder Bombe hat man aufgesplittet, weil das passt dann bei uns zum Beispiel im deutschen Bereich halt auch gut. Und hat die Bombe genommen und hat den Bob genommen und hat das zusammen, die haben dann Fusion, ha, gemacht und dann kam Bob Omb draus. Es ist eine interessante Idee auf jeden Fall. Ich finde, ist heute einer der Namen, die doch schon irgendwie im Gedächtnis geblieben sind. Bob Omb, das ist irgendwie, das ist auch so ein schönes Bob Omb, Bob Omb.
Das hat einen schönen Klang irgendwie. Und dann kommen wir sozusagen zum Endboss, sozusagen. Zur Bowser's Castle. Und zwar Kira. Mir ist da unfassbar was bewusst geworden und ich habe mich ein bisschen dumm dabei gefühlt, gib's zu, aber besser man realisiert es spät als vielleicht nie. Und falls ihr das da auch nie dran gedacht habt, werdet ihr dann gleich Teil an meinem trivialen Wissen. Aber zuerst will ich von euch wissen, wer steckt hinter dem Namen Kira? Ich gebe euch einen kleinen Tipp. Wenn ihr denkt, Light Yagami gehört dazu oder beziehungsweise steckt hinter dem Namen, das ist leider falsch. Ist leider kein Super Mario Charakter. Auch wenn ich mir das sehr interessant vorstellen könnte. Kira. Man kann ein bisschen was raushören, aber 5, 4, 3, 2, 1, vorbei. So, das Interessante bei Kira ist so ein bisschen die Idee dahinter. Ich weiß auch nicht, ob das gleich geschrieben wird oder ob da dann der Strich beim A wegfällt oder sonst was. Aber Kira kann man kennen vielleicht auch viele durch das Wort oder durch die Symbolisierung von Glitzer oder Leuchten. Kira, glänzen, leuchten, glitzern, irgendwie sowas. Wird gerne mal irgendwie als Soundwort in Manga auch benutzt und so weiter. Oder symbolisiert für einen Namen als Charakter, der irgendwie vielleicht einfach auch schön ist oder glitzert, leuchtet, was auch immer. Passt das immer sehr gut, Kira. Kira ist natürlich Bullet Bill, ihr habt richtig gehört. Der Bullet Bill, also die Kugel und der Name Bill, weil man gesagt hat, guckt euch das Ding an, das sieht aus wie ein Bill. Ich finde, das ist ein absoluter Bill. Den nennen wir so und alle anderen, die dann danach kommen, Banzai Bill und so weiter, die nennen wir so Bullet Bill. Beziehungsweise fällt mir gerade was auf, das ist falsch. Ich bin dumm. Man muss gestehen, die deutschen Wikis sind leider ziemlich mäh gewesen, was die japanischen Bezeichnungen angeht. Die englischen aber auch. Absolut katastrophal. Ich habe ganz wenig nur gefunden. Und stimmt, der Bullet Bill heißt ja bei uns nicht mal Bullet Bill, aber im Grunde wurde es so grob überdeutscht, weil der Bill ist einfach auch ein sehr generischer amerikanisch-englischer Name, den es öfter so tausendfach gibt. Und dann hat man sich einfach einen sehr lustigen, wie ich finde, einen sehr charmanten Namen im Deutschen überlegt. Natürlich heißt er nicht Bullet Bill bei uns, sondern der heißt natürlich Kugelwilli. Das ist der Kugelwilli. Viel charmanterer Name, wie ich finde. Der gute Kugelwilli. Und Kugelwilli heißt im Japanischen Kira. Und Kira bedeutet aber nicht leuchten oder glitzern, wie ich euch das anfangs vielleicht glauben hab lassen, sondern ist quasi die 1:1 Umsetzung des englischen Namen Wortes Killer. Also wirklich der Killer. Der Leute umbringt und so und dann dafür in den Knast kommt, der Name. Kira. Und das höchstwahrscheinlich, weil, es ist letzten Endes der Inhalt einer Schusswaffe und die bringt bekanntlich um. Finde ich ein bisschen interessant. Das klingt ein bisschen so, als hätte ein Kind fast schon oder jemand mit kindlicher Wahrnehmung, was natürlich zu einem jungen Shigeru Miyamoto auch durchaus passen würde, weil er sehr verspielt ist und so. Ich habe damals zum Beispiel viele Pokémon von mir Killer genannt, weil es einfach cool war. Das war einfach cool, den so zu nennen. Und habe da jetzt auch nicht daran gedacht, was es alles für schlimme, grausame, brutale Taten gibt in der Welt, die ein Killer so macht. So tätigt und das war einfach nur cool. In kindlichen Augen ist ein Killer einfach cool irgendwie. Also ohne, glaube ich, zu politisch oder sonst was zu denken, weil so denkt man als Kind einfach nicht. Klingt einfach cool und yeah. So, Kira
Ist ein interessanter Name, muss man einfach sagen. Ich weiß nicht, ob man da sofort auf den Kugelwilli kommt, aber es macht Sinn. Es macht Sinn. Kann man nicht verneinen, aber es ist weird. Es ist weird. So, und jetzt der Klassiker. Es ist ein bisschen der Klassiker, weil ich glaube, viele Videos in diese Richtung gehen, wo sagen, hey, guckt mal, die japanischen Namen sind irgendwie anders als bei uns und die haben andere Bedeutung oder anderen Sinn dahinter. Ich denke, viele fangen mit dieser Figur an, weil der Name doch durchaus definitiv anders ist. Und es handelt sich bei diesem Gegner, was auch immer, um den japanischen Namen Wanwan. Wanwan. Also ich frage nicht zweimal danach, wann wir irgendwas machen, sondern wann? Wann? Wann, wann? Ein bisschen kann man es sich vielleicht erahnen, wenn man das Wort ausspricht. Vielleicht mal laut vor sich selbst. Wann, wann? Wann, wann? Wann, wann? Wenn man es, glaube ich, weiß, klingt es logischer. Oder wenn man Japanisch kann. Ich sage 5, 4, 3, 2, 1, ist einer der, würde ich sagen, klassischsten oder bekanntesten, ich sag mal, Miyamoto-Geschichten da draußen, definitiv. Wanwan ist natürlich unser heißgeliebter, ikonischer, runder Freund, der Kettenhund, so wie er bei uns heißt. Und der Kettenhund macht irgendwie Sinn im Deutschen, man hat einen Hund, und der hängt an der Kette, also nennen wir ihn Kettenhund. Tada! Im Japanischen heißt der Wanwan und das bedeutet, ist im Grunde einfach nur der Laut, der Ton, der ein Hund von sich gibt quasi. Also theoretisch könnte er bei uns Wuff Wuff heißen oder Wau Wau, Bell Bell. Sowas in der Richtung. Und im Japanischen hat man ihn einfach Wanwan genannt. Und das rührt daher, dass Miyamoto als Kind immer an so einem Haus vorbei musste in der Nachbarschaft, der einen Hund ab und zu draußen hat, der viel gebellt hat, ein großer Hund, und von dem hatte er Angst. Ich meine, an dem Punkt muss man sagen, Hashtag relatable, weil das hatte ich tatsächlich in der Kindheit auch. Und, also, wo man halt noch sehr klein ist und halt vor den lauten Geräuschen dieses Hundes Angst hat und weiß, wenn er irgendwie groß ist, als Kind ist man natürlich kleiner als der Hund, wenn es ein großer Hund ist, und da hat man natürlich dementsprechend noch mehr Angst. Wanwan hat sich dann dafür entschieden, einfach diesen Hund zu designen und ins Spiel einzubauen. No. Auf Basis dieser Kindheitsgeschichte oder des Traumas. Er hat vielleicht irgendwas bewältigen wollen, irgendwie. Überwinden wollen, irgendein Trauma. Aber ja, Wanwan. 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 Ich finde, wenn man es sich. Ich meine, auf der anderen Seite, guck mal, wuff, wuff. Wow, wow. Klingt nicht viel an oder viel unbedingt logischer als ein Hundegeräusch als wann, wann, finde ich. Von daher, also für mich ist das absolut logisch. Aber jetzt, so, jetzt ist Pussy-Modus vorbei, jetzt geht's ans Eingemachte, jetzt wird's richtig hardcore. Jetzt geht's ab, liebe Leute. Bowsers Festung, ihr seid soweit. Wir legen los. Der japanische Name, den ich euch gebe, hört auf den Namen. Puku Puku. Puku Puku. Nochmal langsam. Puku Puku. Puku Puku. Puku Puku. Killer. Herrlich. Und ich gebe euch noch 5, 4, 3, 2, 1. Und wenn ihr das wirklich herausgefunden habt, seid ihr für mich persönlich Kings und Queens Zero. Es geht um, und es handelt sich dabei um etwas, was wahrscheinlich
gut macht oder so. Ich habe wirklich keine Ahnung. Oder vielleicht hat es was mit Fliegen zu tun, weil die ja auch außerhalb fliegen können. Es handelt sich um Cheep Cheeps. Um diese Fische, die unter Wasser lustig rumschwimmen und einen verfolgen. Manchmal, je nach Spiel auch. Und vor allem welche, die auch so aus dem Wasser springen. Spätestens ab dem... Nee, ich glaube schon, es war sogar im ersten Teil schon, dass es da... Da gab es doch, glaube ich, dieses Level mit der Brücke, dass die, glaube ich, rausgesprungen sind. Also diese fliegenden Fische quasi, nur in dicker Form. Cheep Cheeps heißen die. Bei uns, glaube ich, auch, wenn mich nicht alles täuscht. Wenn nicht, ist es nur der englische Name. Aber ich meine, heißen bei uns auch Cheep Cheep. Und ganz ehrlich, wie gesagt, Puku Puku ist vielleicht irgendwie so ein Begriff oder so. Das ist wie wenn... Sag mal, ihr kennt das vielleicht von Kindern, wenn man fragt, ja, wie macht die Kuh? Mu. Wie macht das Pferd? Hü. Wie macht die Katze? Miau. Wie macht der Hund? Wann, wann. Und wie macht der Fisch? Und normalerweise macht ein Fisch halt einfach kein Geräusch. Er ist unter Wasser, du hörst ihn nicht, weil du nicht mit unter Wasser bist. Aber ich glaube, selbst wenn du unter Wasser bist, machen Fische nahezu keine Geräusche. Und falls doch... dann ist, glaube ich, nicht so unbedingt hörbar für das menschliche Ohr. Ich glaube, das ist einfach nahezu machen die keine Geräusche. Außer natürlich durch die Gegend schwimmen. Aber so Mundgeräusche machen die wirklich nicht. Aber natürlich, ein Kind sagt, weil es es irgendwie auch seltsamerweise beigebracht bekommen, irgendwie, blub, blub. Kein Fisch dieser Welt. Ich lehne mich da sehr weit aus dem Fenster. Aber kein Fisch der Welt... guckt dir in die Augen und sagt blub 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 blub. Kein Fisch macht das. Das ist einfach nur das quasi dieses erfundene Geräusch von, also beziehungsweise kein erfundenes Geräusch. Jeder, der schon mal in der Badewanne saß und hat mal einen fahren lassen, weiß, dass diese Geräusche existieren. Warum kommt mir dieser das ist, glaube ich, das, wo wir alle, glaube ich, mit Man, ich es, nein, es gibt tatsächlich noch andere. Ich habe jetzt gerade zugegeben, dass jeder hat es schon mal gemacht. Jeder hat es schon mal gemacht, ja, ganz ehrlich. Jeder hat es schon mal gemacht. Jetzt weiß ich nicht mehr. Das Thema hat sich jetzt. Das war vielleicht nicht die beste Idee. Die Blubberblasen machen blub-blub. Ihr kennt das. Die blubbern, die machen lustige Geräusche. Und ich denke, dass Buku-Buku irgendwie sowas in die Richtung auch ist, dass der Fisch einfach blub-blub quasi heißt. Aber das kann auch was völlig anderes sein. Irgendein Soundgeräusch. Ich weiß es nicht. Vielleicht auch irgendwas, was quietscht oder sowas. Egal. Machen wir weiter und vergessen einfach das, was ich hier gesagt habe. Niemand wird daran je denken. Und zum Glück vergisst das Internet sehr schnell wieder. Da bin ich immer sehr dankbar für. Euer nächster Anime ist, oder hört auf den Namen, Karon. Was ich ein super interessanter Name finde, by the way. Und ich weiß nicht, ob das daher rührt, aber wir überlegen erstmal ein bisschen. Karon. Kleiner Tipp, es hat nichts mit Karen zu tun. Karon. Karon. Weil mit dem einen Typen aus Harry Potter hat es auch nichts zu tun. Das sind meine zwei Pro-Tipps, die ich euch gebe, bevor in 5, 4, 3, 2, 1 das Ganze abläuft und vorbei. Es handelt sich natürlich um Knochentrocken. Dry Bones, wie es im Englischen auch heißt. Ja, finde ich eine fantastische Übersetzung, by the way. Es ist so dämlich genau, aber Knochentrocken ist erstens mal so ein Begriff, den hat man, glaube ich, vor diesem Gegner nicht allzu oft gehört, aber es macht erstens Sinn, weil es einfach ein Skelett-Schildkröte ist quasi. Und zum anderen, ja, weil es passt halt auch einfach so generell. Das Ding ist auch knochentrocken, im wahrsten Sinne des Wortes. Taucht auch oft auch in Wüsten auf und sowas. Es passt einfach so gut, dieser Name. Und gleichzeitig klingt es auch, oder hat sich das mittlerweile gemausert, so wie so einem Namen. Also du siehst dieses Viech und weißt, das Ding heißt knochentrocken. Das ist wie ein Name für den.
Der stellt sich davor, in seinem Pass steht knochentrocken D. Punkt und dann könnt ihr euch irgendwas Cooper oder sowas. Er ist einer von denen, ja, ist so. Ist so. Ich hab den Pass gesehen, also ich glaube mittlerweile dran. Caron. Schwierig für mich da was zu assoziieren, aber ich weiß, dass es eine mythologische Figur gibt sozusagen, die wird geschrieben C-H-A-R-O-N, wenn mich nicht alles täuscht, und ist quasi, wenn nicht sogar, entweder bedeutet das Tod, also ne, der Sensenmann, ihr kennt den lustigen Typ mit der Kapuze und der Sense, der euch und alle anderen nach und nach holt, wenn es soweit ist, wenn eure Zeit abgelaufen ist, dann kommt der vorbei und sagt, so, ab geht's. In manchen Mythologien muss man noch vorher über einen Fluss, ein bisschen anstrengend. Manche sagen einfach so, ich nehme dich jetzt gleich mit. Je nach Religion, Glaube, Mythologie, was auch immer, kann es schneller oder weniger schnell gehen, der Ablauf. Aber das Vieh an sich dahinter ist eigentlich immer recht gleich. Und ich glaube, Charon oder Charon oder so, wie man es ausspricht, hat, glaube ich, damit ein bisschen was zu tun. Und dadurch, dass das Vieh letzten Endes ein totes Schildkrötengegnerwesen ist. Ja, passt irgendwie der Name Tod oder Charon irgendwie so die Bezeichnung auch dazu. Aber wie gesagt, es kann auch einfach nur ein Wortspiel auf irgendwas Japanisches sein, was ich nicht kenne. Ist nur eine Vermutung. Auch hier nirgendwo was nachgelesen, aber es würde für mich Sinn ergeben. So, der nächste Name. Wir machen mal ein bisschen schneller jetzt. Hier machen wir Speedround hier. Choropu. Ihr werdet das nicht herausfinden. Sowas von nicht. Choropo. 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 Ist, glaube ich, die bessere Aussprache dafür. Choropo. Choropo. 5, 4, 3, 2, 1. Burp, burp. Es ist natürlich der gute alte Monty Maulwurf. Im Deutschen hat er den Nachnamen Maulwurf bekommen, weil man sich vielleicht noch nicht so ganz sicher war bei den Sprites damals, bei den Pixels, ob er jetzt Maulwurf ist oder nicht. Dann hat man sich gesagt, ach komm, wir hauen das Wort Maulwurf hinten dran, dann passt es schon. Ich muss gestehen, ich war einer der dummen Kinder, die lange gebraucht haben, um zu verstehen, dass, ich glaube, die kamen zuerst mal in Super Mario World, glaube ich. Zum ersten Mal verstanden oder realisiert, irgendwann, nachdem ich, glaube ich, das Spiel 3-4 Mal durchgespielt habe, habe ich realisiert, und ich weiß, am Ende gibt es eigentlich die Credits, wo die Namen laufen, aber hey, habe ich gekonnt ignoriert. Irgendwann habe ich realisiert, wow, was, das macht Sinn, die graben sich durch die Berge und so weiter, kommen aus dem Boden, lassen so Haufen hinter. Es macht irgendwie Sinn, dass das Maulwürfe sind, aber als Kind habe ich da sehr lange für gebraucht, um zu realisieren, dass der gute Choropo im Japanischen unser Monty Maulwurf ist. Ist auch ein schöner Name, oder? Monty Maulwurf, das ist einfach so, ja, kindgerecht kann man fast sagen, aber ist doch schön, ist doch schön. Aber ja, Choropo, ich, vielleicht schaufeln, graben, irgendwie ein Geräusch dafür, buddeln. Das würde irgendwie für mich noch Sinn ergeben. Choropo. Eigentlich habe ich an Choppo vielleicht irgendwie an so einen Kantenschlag. Wäre dann Choppo wahrscheinlich. Und Choropo klingt irgendwie wie etwas, was grabt. Aber auch hier, keine Ahnung. Wenn ihr es wisst, könnt ihr mich gerne korrigieren. So, aber dann machen wir weiter mit dem nächsten Gegner. Der hört auf den Namen Sanbo. Den werdet ihr auch nicht, den bekommt ihr auch nicht. Oh, wobei, man könnte, oh, wenn man ganz seltsam denkt, könnte man den Namen Sanbo herausbekommen. Das stimmt. Wenn man ganz strange deutsch denkt, könnte man, da muss man aber schon sehr seltsam um ein paar Ecken denken, aber in der, ist machbar. Nee, ich glaube, es könnten vielleicht ein paar von euch rausfinden. Sanbo. 5, 4, 3, 2, 1. Vorbei. Sanbo ist
Und ich glaube, wir haben da in dem Fall, ich bin mir fast sicher, den englischen Namen übernommen. Und zwar Poke. Warum Poke? Ich glaube, weil er aus dem Boden kommt. Und to poke heißt, glaube ich, jemanden anrempeln oder irgendwie drücken oder irgendwie sowas, ne? Also so irgendwie so auf jeden Fall eine Gestik, die in eine Richtung eines einer Person geht irgendwie. Ob mit Berührung oder ohne, ich weiß jetzt gerade nicht, was to poke bedeutet. Aber ich denke, das ist einfach so quasi die lustige Variante von to poke. Also, und dann hat man sich einfach für Pokey entschieden. Und ja, das sind diese lustigen, ihr kennt diese, ja, diese Stachelteile. Und wisst ihr, wo die ist? Wo der gute Sanbo ist? Überwiegend in der Wüste. Fast eigentlich ausschließlich in der Wüste. Und vielleicht habe ich gedacht, dass der eine oder andere bei euch jetzt irgendwie an das Wort Sand denkt. Sanbo ist im Sand. Oder kommt aus dem Sand raus, der Sanbo. Ich weiß, es ist ein bisschen wild, aber ey, vielleicht hat der eine oder andere von euch hinbekommen. Jo, oh Gott, das ist ein wilder Ritt auf jeden Fall, der nächste. Nämlich der Charakter, dieser Gegner, hört auf den Namen Heyho. Ich denke mir das nicht aus. Heyho. Heyho. Und ich weiß nicht, ob das was mit dem Geräusch zu tun hat, was das Vieh von sich gibt, eventuell, oder ob das wirklich quasi sowas wie Hallo, Hi Hi, Huhu, Heyho heißen soll, oder ob das wieder irgendeine andere Bewandtnis hat. I don't know. Aber ich gebe euch noch 5, 4, 3, 2, 1, vorbei. Es ist Shy Guy. Wie kommt man von Heyho auf Shy Guy? Also Shy Guy übersetzt bedeutet quasi schüchterner Kerl. Was insofern im Kontext Sinn ergibt, weil der Shy Guy ja unter der Maske ein Gesicht hat, aber die ganze Zeit diese Maske auf hat. Und man hat dann im Englischen gesagt, ja, weil er schüchtern ist. Ich glaube, das sollte aber eher so eine Art, weiß nicht, so ein bisschen wie so Stammesmasken oder sowas darstellen oder so Imkermasken, irgendwie sowas halt. Weil es gibt auch Shy Guys, die in irgendeinem Spiel, ich weiß gar nicht, könnte Yoshi's Island sogar gewesen sein. Da gibt es nämlich so welche mit so Blätterrücken und Speeren und Federschmuck, was ja dann doch so, schon stark so an irgendwelche Stämme, Indianer und sonst was erinnert. Und so Naturvölker. Und ich denke, das ist irgendwie die Idee dahinter, auch eigentlich ursprünglich. Aber im Englischen hat man sich quasi gesagt, nee, das ist ein Kerl, aber der hat immer eine Maske auf, weil er schüchtern ist. Ich glaube, das hat eher wenig damit zu tun, aber wir haben es mittlerweile akzeptiert, dass das Ding Shy Guy heißt. Und irgendwie ist es auch ein cooler Name. Shy Guy reimt sich auch so schön, kann man schon nehmen. Aber ob Heyho irgendwie einfach damit was zu tun hat oder das ist einfach dieses Geräusch, was die machen. Oder vielleicht Heyho, Heyho, Heyho. Weil, ne, vielleicht auch irgendwie so eine Art, keine Ahnung, Geräusch und Wort aus einem Stamm sein könnte. Irgendwie eine Bezeichnung, irgendwas so in die Richtung. Ich weiß es nicht. Es sind alles nur Vermutungen, aber ihr könnt ja gerne eure Meinung auch mal in die Kommentare schreiben. Würde mich mal interessieren, ob ihr andere Theorien habt. So, dann wandern wir weiter zu Dossun. Glaube ich, eventuell verstehen. Jetzt muss ich aber ganz kurz nochmal, während ihr Dossun probiert oder herausfindet, was das bedeutet, schaue ich nochmal ganz kurz, ob ich genau. Ich wollte nur gucken, ob ich richtig liege. Ja, ich liege richtig. Ich wollte es nur abchecken. Ne? Nicht, dass da irgendwie was Falsches passiert. Also nochmal Dossun.
Wenn man es ein bisschen härter ausspricht, könnte man eventuell drauf kommen. 5, 4, 3, 2, 1, vorbei. Schluss, aus. Dussen. Vermute ich jetzt einfach mal, dass es eine Art Geräusch ist, wenn etwas auf den Boden dotzt. Also ein, wo auf den Boden fällt, so Dussen. Also was vielleicht Schwereres, so Dussen. Und das macht Sinn, weil es geht, handelt hier um den guten. So, und dann kommt hier zum Beispiel diese, weil ich vorhin gesagt habe, dass Japaner, ne, so wegen der Art vom Englischen oder vom Deutschen her da Probleme haben, das zusammenzufügen. Vergleichbar ist es mit Deutschen und dem englischen TH, dem Th, was zum Beispiel bei the zum Beispiel, the end, Entschuldigung, wäre es in dem Fall sogar, oder the ball, der Ball, the. Das ist einfach dieses TH, oder wenn man sich bedankt, thanks. Wir Deutschen haben wahnsinnige Probleme damit. Meine Mutter sagt bis heute noch thanks. Also einfach das TH wird einfach ausgesprochen. Ja. Es ist schon ein, da sammelt sich sehr viel Speichel an, wenn man einen Satz spricht, der sehr viel TH drin hat. Und bei uns heißt Dussun. Sieht ein bisschen aus, als würde ich mit euch. Swamp. Ich weiß bis heute nicht, ich habe den, glaube ich, sehr selten ausgesprochen, aus diesem Grund, genau aus diesem Grund. Swamp. Ich glaube, wir haben irgendwann einfach immer Twomp gesagt. Vielleicht wird er auch Twomp ausgesprochen und nicht Swamp oder sowas. Kann auch sein. Und ich mache mich gerade zum Affen. Aber TH wird normalerweise immer so ausgesprochen und deswegen, ja, ich sag jetzt mal, ich sage jetzt einfach Twomp, ist mir egal. Twomp ist dieses lustige Viereck-Ding. Manchmal hat es auch Stacheln, manchmal nicht. Und das kommt von oben runter und macht Dussel. Und das macht für mich irgendwie Sinn. Aber ich glaube, nicht jeder weiß, dass das irgendwie damit zu tun hat. Und ich denke, wie gesagt, ich weiß es auch nicht. Es ist eine Vermutung, aber es klingt sinnig, wenn man das so benennen würde. Jetzt wird's übel. Ich denke, das ist fies, weil man kann es theoretisch erahnen, wenn man den Begriff kennt und eventuell diverse Gegnertypen durchgeht. Also ich gebe euch einen Tipp, das ist ein Gegner. Es kommt allgemein kein Charakter mehr vor, es sind nur noch Gegner. Aber es ist nicht ganz einfach. Es dreht sich um die gute, liebe Hana-chan. Das ist kein Witz. Dieser Gegner hört auf den Namen Hana-chan. Hana-chan. Also Chan, so wie, naja, der Zusatz, den man so kennt, ne? Wenn man jemanden, ne? Wenn jemand mich zum Beispiel sehr niedlich machen möchte oder würde, dann würde er mich René-chan nennen, zum Beispiel, ne? Was bei uns dann quasi sowas wäre, wie wenn man jemanden René-chen, das funktioniert bei meinem Namen nicht so ganz gut, aber ihr wisst, was es damit gemeint ist, oder René-lein oder so nennen würde. René-lein passt, glaube ich, in dem Sinne noch ein bisschen mehr, weil René-chen wird keiner sagen. Ich glaube, René Lein hat auch noch niemand zu mir jemand gesagt. Aber ey, egal. Also ihr wisst, worauf es dann hinausläuft. Und Chan ist halt diese Verniedlichungsform so ein bisschen auch. Und auch wenn man sich schon länger kennt im japanischen Bereich, du solltest deinen Chef zum Beispiel nicht Boss-Chan nennen. Der fände es, glaube ich, nicht so lustig. Oder irgendeinen Fremden allgemein. Also du solltest die Person schon in Japan sehr gut kennen, dass du Chan nennst. Und auch nicht jeder mag das unbedingt, zwangsweise, weil das ja Dinge auch verniedlicht. So, Hana-chan. Ich gebe noch 5, 4, 3, 2, 1, vorbei. So, ich gebe euch diesen, also nicht mehr diesen Tipp, aber die Auflösung. Hana ist ja im Grunde, nicht nur im Grunde, sondern das ist, bedeutet Blume. Hana. Vielleicht kennt jemand den Manga Akunohana. Also quasi die Dämonenblume. Oder die Blume des Bösen. Oder Teufelsblume oder sowas.
Hana bedeutet Blume. Das ist einer der ersten Wörter, die ich mir im japanischen Bereich gemerkt habe. Einfach, weil die auch in sehr vielen Anime einfach vorkommen irgendwie und symbolisiert werden. Und dann weiß man, ah, Hana bedeutet Blume. I see. Verstanden. Wenn ich in Japan bin und ich suche eine Blume, kann ich zumindest das Wort Hana. Das ist schon mal ein Anfang. So, Hana-chan, also Blümlein, Blümchen, Blümchen. Heute ist mein Tag, heute ist mein... Verliebte Jungs bin ich, lasse... ja. Nicht dieses Blümchen, ein anderes Blümchen, und zwar... Wiggler. Kannst du dir nicht ausdenken. Wiggler ist ja dieses gelbe Vieh, diese Raupe, die böse wird, wenn man draufspringt. Die wird dann rot und dampft dann und ihr kennt das Vieh. Wiggler heißt wahrscheinlich so, weil es irgendwie rumwiggelt. Ich weiß gerade gar nicht, was Wiggling bedeutet, aber irgendwie so, ne? Sich so irgendwie so komisch bewegen. Wie würde man das auf Deutsch nennen? Niemand so schunkeln? Schaukeln? Wiggle to wiggle bedeutet schaukeln? Vielleicht? Wabbeln? Wabbeln? Irgendwie sowas. Wanken? So irgendwie in den Dreh, weil sie sich so lustig bewegt. Und, ja, macht ja natürlich auch Sinn und wir haben uns dann ja mittlerweile auch dran gewöhnt. Es gibt, glaube ich, keine deutsche Bezeichnung für den Wiggler. Wiggler ist Wiggler. Und Wiggler hat aber zum Beispiel... Ich weiß gar nicht, ob es in den alten oder so in Super Mario World oder so schon so war. Ich glaube, da hießen die auch teilweise noch anders. Aber der Wiggler, glaube ich, kam dann irgendwann in Super Mario 64 als so ein Miniboss, so ein sehr stranger Miniboss. Und der oder die in dem Fall, weil wir scheinbar ist es ein Weibchen in Zukunft immer gewesen, hat eine Blume, so ein Blümchen am Kopf. So. Und deswegen heißt sie Hana-chan. The more you know. So, das ist etwas, ich muss sagen, das will ich euch jetzt nochmal, bevor die drei letzten richtig fiesen kommen, will ich euch das nochmal geben, weil ich denke, das kann man verstehen. Und wenn ihr bisher so realisiert habt, was alles so kam, könnte man eventuell darauf schließen. Das ist ein Tipp, den gebe ich euch. Mal schauen, ob ihr es herausfindet. Der nächste japanische Begriff hört auf den Namen Kuribo. 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 Yu-Gi-Oh!-Fans werden hellhörig. Hat in einer gewissen Form damit zu tun. Es hat einen Grund, warum Kuribo Kuribo heißt. Denke ich zumindest zu wissen. Aber, ja. Aber ich würde jetzt nicht unbedingt sagen, dass es ähnlich aussieht. Das ist das Kuribo aus Yu-Gi-Oh! Ist definitiv ein anderes Kuribo als das Kuribo aus Super Mario. Und dann gebe ich euch noch 5, 4, 3, 2, 1. Kuribo ist natürlich unser guter alter Kumpel. Der erste Gegner, der einem im Super Mario über den Weg gelaufen ist. In Super Mario Bros. 1. Der gute Goomba. Ja, dieses komische Pilzvieh-ähnliche Ding. Wo man bis heute noch nicht weiß, ist es ein Pilz? Was ist es eigentlich so richtig? Ich glaube, man weiß mittlerweile, dass es einen ähnlichen Pilz darstellen soll. Aber es gibt doch einen Clou, denn Kuribo ist die Bezeichnung, die japanische Bezeichnung für, naja, theoretisch gesehen ein Gremlin, ein Goblin, sowas in der Richtung. Aber die Japaner haben andere Goblins, ne? Nicht die aus Goblins Lair, die grünen Bösen, die Fiesen aus Warcraft oder sowas, die mit langen Nasen und sowas, sondern die Goblins, Gremlins, wie auch immer man das bezeichnen möchte, Kobolde, das ist, glaube ich, der bessere oder beziehungsweise der passendere Begriff dafür, weil im Englischen tut man das, glaube ich, ein bisschen komisch formulieren. Kobold, ich denke, ist eine sehr sinnvolle Form davon, ist im Grunde ein Yokai tatsächlich, also so ein japanisches mythologisches Monsterwesen. Und die Kuribos sind halt, ich glaube, Formwandler, wenn mich nicht alles täuscht. Dementsprechend können die sich in vieles verwandeln. Wird zumindest in sehr vielen Franchises auch so gehandhabt, dass die Kobolde sich quasi verwandeln können in andere Wesen oder sowas. Was jetzt nicht selten ist, das können einige Yokai, aber die können es halt auch. Unter anderem. Und das ist so eher so das niedere Volk. So bei den Yokai, das sind so die Lowbobs,
ganz unten, die Noobs, die Naps. Und in Super Mario theoretisch ja auch. Ne? Die können nicht viel, die laufen von einer Ecke in die andere. Und wenn du einmal drauf springst, ist halt vorbei. Die sind weg. Da gibt's keinen Afterlife mehr. Zack. Da kommt Kira vorbei und sagt, jetzt ist Schluss. Kira war es nicht. Karon kommt vorbei. Und ja, das, wie gesagt, hätte man vielleicht erraten können, aber ja. Und der Kuribo aus Yu-Gi-Oh! Ist dementsprechend auch ein Gremlin-Kobold. Ne? So, wieder was gelernt. Ich hoffe, ihr nehmt heute einiges mit. Dinge, die ihr vielleicht noch nicht wusstet. Oder vielleicht einfach meine Spekulation, die ihr einfach mal mitnimmt und vielleicht im Kopf denkt, ja, könnte er recht haben oder was ein Schwachsinn. So, beides in Ordnung. So. Jetzt werde ich fies, jetzt werde ich richtig fies und ihr werdet euch eventuell ein bisschen in den Hintern knabbern. Aber ich möchte von euch wissen, wer bei Super Mario ist, hört eigentlich auf den Namen Noco Noco. Noco Noco. Noco Noco. Was könnte das sein? Noco Noco. Man könnte da schon wieder was vermuten. Es klingt nach etwas. Vielleicht wieder nach einem Geräusch oder einer Ansammlung an Geräuschen. Noco Noco, also zwei Geräusche hintereinander. Wer weiß? 5, 4, 3, 2, 1. Wer weiß? Vielleicht ihr? Vorbei. Die Antwort ist Koopa. Und damit meine ich nicht die japanische Bezeichnung von Koopa, was ja eigentlich Bowser ist. Jetzt wird es nämlich richtig verwirrend. Sondern bei uns im englischen sowie im deutschen Bereich hört die lustige standardgrüne Schildkröte oder auch die rote hören auf den Namen Koopa bei uns. Was es halt sehr strange macht wahrscheinlich für japanische Spieler, die dann auf einmal quasi bei Koopa nicht Bowser vor sich stehen haben, sondern die kleinen, die ohne Stacheln und die anderen Naps neben den Kuribos. Aber ja, bei uns heißen die Koopa und im Japanischen heißen die Noco Noco, weil es ja Sinn ergibt, weil die können ja nicht Koopa heißen, weil der Herrscher von den Noco Nocos und den Kuribos und was auch immer heißt ja schon Koopa. Ja, und im Englischen hat man sich dafür entschieden dann, oh ja, der Name klingt aber schmissig, nennen wir die einfach so. Warum die jetzt Noco Noco heißen? Keine Ahnung. Noco Noco, wenn ich charmant drüber denken würde, würde ich sagen, es klingt ein bisschen, als würde jemand anklopfen. Noco Noco. Noco Noco. Also wie Knock Knock. Noco Noco. Noco Noco. Aber anklopfen bei einem Panzer? Bei einer Schildkröte? Ich glaube nicht, dass es allzu viel Sinn ergibt. Es ist wahrscheinlich definitiv was anderes. Vielleicht, wie gesagt, ein Soundbird, vielleicht aber auch wirklich eine Bezeichnung für irgendwas, was eine Schildkröte so macht oder so. Ich weiß es nicht. Vielleicht langsam schleichen, vielleicht auch sowas. Ich weiß es nicht. Wie gesagt, wenn ihr es wisst, gerne in die Kommentare, aber in erster Linie geht es auch heute nicht um sowas. Dann der vorletzte Kandidat. Yugemo. 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 Das ist ein sehr schwieriger Name für mich gerade. Yugemo. Weil ich weiß gar nicht, wie ich ihn aussprechen soll. Yugem? Yugem? Yugemu? Garantiert nicht. Aber Yugemu. Yugem. Das ist mein bester Take. Da werdet ihr nicht drauf kommen. 100% nicht drauf kommen. Ihr seid denn, ihr seid Big Brain. Aber wirklich, das habt ihr dann wirklich absolut nur aus reinem Zufall und Glück erraten. Die Antwort bekommt ihr in 5, 4, 3, 2, 1. Vorbei. Lucky 2. Ja, du kannst jetzt sagen, ja, warum heißt das Yugemo? Ich weiß es nicht. Gemu könnte irgendwas mit Spiel zu tun haben, Game, aber ehrlich gesagt glaube ich nicht dran. Ich weiß nicht, was die japanische der Name auf sich hat, aber Lucky 2 heißt er bei uns und Lucky 2,
macht halt auch nicht viel Sinn. Was soll Lucky Two sein? Das klingt irgendwie halt einfach wie, irgendjemand hat ein paar Buchstaben aneinander gesetzt und hat gesagt, ja, weißt du was, Pöbelknopf klingt irgendwie blöd, aber ich habe hier noch Lucky Two, Lucky Two, wie wär's damit? Und die Leute haben alle applaudiert und haben gesagt, oh, endlich Feierabend, endlich haben wir den letzten Namen. So klingt es irgendwie. Es klingt nicht logisch. Vielleicht könnt ihr mich aufklären, vielleicht hat Lucky Two auch eine Bedeutung. Aber Lucky Two ist halt der lustige Dude in seiner Wolke, der anfangs sehr böse zu Mario war und ihn gerne mal mit irgendwelchen Stachelpanzern beworfen hat, was nicht sehr nett war. Aber irgendwann hat er sich dafür entschlossen, dann Kameramann zu werden und ab und zu bei Mario Kart ein bisschen auszuhelfen mit der Ampel zu Beginn. Ist nett von ihm. Ist ein netter Kerl geworden. Den kann man schon mal kennen. Und jetzt kommt mein persönlicher Favorit. Mein absoluter Favorit, weil ich keine Ahnung habe, was hier passiert ist. Also, auf unserer Seite weiß ich, was passiert ist. Aber die japanische Seite, I don't get it. Auch hier gerne erklären, was. Aber der letzte, der Final Boss, den ihr hier bekommt, hört auf den Namen Teresa. Es ist wahr. Teresa. Teresa. Boah, wenn ihr es wüsstet, ey, ihr würdet genauso Stirn runzeln wie ich jetzt gerade. Ich bin immer noch gerade am Überlegen, was man damit machen könnte, aber Mario, nichts verstehen. Wahnsinnig werden. In 5, 4, 3, 2, 1, vorbei. Bei dem Namen Teresa handelt es sich um den Gegner Buhu. Ihr kennt den Geist? Hab ich den hier sogar? Hab ich einen Geist? Hab ich einen Geist hier? Sind Geister anwesend? Nee, ich glaube, ich habe Buhu nicht. Ich dachte mal, ich hätte Buhu, aber ich glaube, ich habe Buhu nicht. Buhu, der lustige, coole Geist, einer der coolsten, meiner Ansicht nach, der coolsten, simpelsten Super Mario Designs of all time. Ich liebe dieses Vieh einfach. Das ist ultimativ cool. Ich liebe Buhu. Ich habe auch schon immer die Buhu-Level geliebt. Die waren immer kreativ, rätsellastig. Das ist total mein Ding gewesen. Viele haben es gehasst damals. Das war einer der Sachen, die mir an Super Mario World am besten gefallen haben tatsächlich. Und auch Super Mario 64, mein absolutes Lieblingslevel ist das Buhu-Level. So fantastisch, so abgrundtief cool. Ich liebe diese Thematik. Ich glaube, das hat mir damals immer auch so ein bisschen dazu. So ein bisschen dieser Gruselwusel, so der leichte. So diese Thematik mit Geistern und so. Ich glaube, dass Super Mario hat mich da irgendwie mit den Buhus und so irgendwie dahin gelockt. Aber ja, ich meine, so diese Geister, Yurei, ne, und so weiter, die haben natürlich, die haben eine Verwurzelung in japanischem Glauben und Mythologie. Das macht auch Sinn, weil es wahrscheinlich so ziemlich auf jeder Welt, nicht auf jeder Welt, sondern auf unserer Erde, wahrscheinlich in den Völkern so ist, dass man irgendwann über spirituelle Geister oder so spricht oder zumindest, dass es ein Teil von der Menschlichkeit ist, dass man irgendwie das so mit dem Nachleben irgendwie in Verbindung bringt, dass vielleicht Leute, die nicht mehr existieren, aber immer noch irgendwie auf der Erde wandeln in irgendeiner Form. Aber im Japanischen, wie gesagt, durch die Yurei und so weiter existiert das ja. Yurei ist einfach nur der japanische Begriff von Geist, aber es ist ein bisschen schwieriger, weil die japanischen Yurei kann man zwar grob als Geister bezeichnen, sind aber nicht unbedingt zwangsweise so Geister, wie wir die vielleicht bezeichnen oder kennen würden. Das ist ein bisschen komplizierter, aber wenn ihr sagen würdet, was ist die japanische Geist, würde ich als erstes sagen Yurei. Ja. Dann gibt es halt noch Rachegeister und die ganzen, die haben alle andere Bezeichnungen, aber darum geht's nicht. Es geht um die guten Buhus. Und die heißen im Japanischen Teresa und ich weiß nicht warum. Haben die was mit Mutter Teresa zu tun? Der heilige Geist von Mutter Teresa? Haben sie sich da gesagt? Ja, dann nehmen wir den Teresa.
Das ist ein Geist. Mutter Teresa ist nicht mehr, lebt nicht mehr. Passt doch wunderbar. Ich verstehe es nicht. Es wird einen Grund haben. Ich weiß, dass eine zentrale Sache bei den Buhus immer dieses Gekicher, dieses Lachen, dieses Hehehe ist. Und dieses Verstecken, wenn man Buhus anguckt, dass die immer so machen. Und wenn man dann sich den Rücken zu ihnen wenn man sich umdreht und den Rücken quasi dem Gesicht des Buhus gegenüberstellt, dann gehen die aus ihrer Shy-Guy-Position raus und verfolgen dich. Und das kennt ja jeder. Und vielleicht verfolgen oder hinterhältig oder irgendwie sowas vielleicht, aber Theresa, wie gesagt, wenn ihr es wisst, schreibt es gerne in die Kommentare. Es würde mich interessieren, warum die Buhus da alle Theresa heißen. Tja, ist auf jeden Fall interessant. Und damit, liebe Leute, war es das sehr spontane Otaku XXL-Format. Ihr wisst, so läuft's eben. Aber mich würde es mal interessieren, wie viele Punkte habt ihr denn? Ich zähle gerade mal, wie viele Punkte man kriegen kann. Das wären dann 1, 2, 3, 4, 5, 6. 25 Punkte hättet ihr theoretisch bekommen, wenn ihr komplett es erraten habt. Es würde mich mal wirklich interessieren, wie eure Punktzahl ist. Schreibt eure Punktzahl gerne unten in die Kommentare rein und dann schauen wir einfach mal, wer der krasseste Obermacker von euch da draußen ist. Und ja, ich sag's mal so, ich hätte nicht allzu viel erraten. Gerade die letzten sind ziemlich hardcore, aber that's the name of the game. Ich hoffe, ihr hattet Spaß mit diesem spontanen Otaku. Spontan heißt nicht, dass ich schnell mal was mache, sondern spontan ist, dass ich eine Idee habe und die schnell umsetze. Das ist, glaube ich, die Grundidee. Und falls es euch gefallen hat heute und ihr euch vielleicht gerne sowas mal wieder wünscht oder sowas, schreibt es auch gerne in die Kommentare. Ich lese das alles, ich nehme das zu Herzen und schaue, was ich in Zukunft irgendwie damit machen kann. Und ansonsten würde ich sagen, ich bin euer René von der Maison Manga. Und ich hatte heute Spaß, ihr hoffentlich auch. Wenn ihr mich supporten wollt, schaut in die Videobeschreibung rein, da könnt ihr das tun, könnt ihr auswählen, was ihr tun wollt. Oder schmeißt einen Superchat rüber, da bin ich auch dankbar. Gutschein geht auch immer auf maisonmanga@gmail.com, Amazon-Gutschein, digitaler, geht easy, nehme ich auch gerne an. Alles nehme ich an, ich nehme alles von euch an. Eure Liebe, eure Zuneigung, wenn es euch gefallen hat, nehme ich natürlich auch positive Rückmeldungen in sehr jeglicher Form an. Und ich verabschiede mich, ich bedanke mich bei euch und wünsche euch noch einen wundervollen Aufenthalt in der Maison Manga. Ich bin euer René und ich sage wieder einmal Ciao. Seit Wochen mache ich das. Ciao. Bye bye. Bis zum nächsten Mal.